Hallo zusammen, hier ist wieder Ottila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu war ich wieder fleißig am Shoppen. Diesmal tatsächlich nicht im Spiel und nicht für Gold, sondern wir haben ein paar Euronen locker gemacht. Und ja, ihr werdet es vielleicht schon erraten haben, hier steht ein kleines Pet neben mir. Drakis oder wie der heißt. Drakis würde ich jetzt mal sagen. Den habe ich mir gegönnt und ein paar andere Sachen auch noch. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt einmal rein. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, mittlerweile kann man sich quasi die neue Expansion World of Warcraft Dragonflights vorbestellen. Und diesmal lohnt es sich auch als Collector tatsächlich die Vorbestellung zu tätigen, denn es gibt ein Pet, das man nur kriegen kann, wenn man das Spiel vorbestellt. Wir werden uns jetzt hier die Sachen aus der Vorbestellung mal anschauen, beziehungsweise die verschiedenen Pakete, die man sich holen kann. Und zusätzlich gucken wir uns dann noch ein paar andere Sachen an, die auch noch im Shop sind. Dann kann ich vielleicht euch den einen oder anderen Tipp geben, wenn ihr ein bisschen eure Collection aufbessern wollt, beziehungsweise ein bisschen Gold, sondern Blizzard will echtes Geld, also Euros haben, dann können wir da einmal reinschauen. Gut, ich würde sagen, da ich jetzt die Problematik habe, wenn man die Sachen einmal gekauft hat, werden die hier nicht mehr im Shop angezeigt, was prinzipiell sinnig ist, zum Zeigen jetzt eher schlecht. Deswegen müssen wir jetzt einmal auf die Seite zurückgreifen. Und zwar Blizzard hat ja auch einen Shop quasi, diesen Battle.net Shop. Und da können wir uns verschiedene Sachen kaufen. Es gibt jetzt verschiedene Summer Days, es gibt halt quasi diese Expansion, die man sich holen kann mit verschiedenen Paketen. Aber auch ein paar andere neue Sachen. Und da werden wir uns dann halt auch noch angucken. Da gibt es nämlich eine komische Geschichte. Irgendwie kostet es hier im Shop 60 Euro und ich habe es im Game für 16 gekauft. Also irgendwas stimmt da nicht, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Also, wenn dann hat Blizzard irgendwas verkackt und ich habe was Günstiges gekriegt oder sie wollen einen damit irgendwie so tricksen, dass man denkt, oh, ich krieg was Günstiges und dementsprechend schlagen dann Leute zu. So, gucken wir uns das Ganze an. Es gibt quasi von Dragonflights, dass man sich vorbestellen kann, drei verschiedene Versionen. Es gibt diese Base-Version, die HC-Version und die Episch-Version. So wie ich das mitgekriegt habe, sind die teurer als das letzte Mal. Ich glaube, um den Zehner sind die jeweils teurer, die Version, als das letzte Mal der Fall war. Das kann man natürlich argumentieren mit Inflation und hin und her. Naja, man weiß es nicht. Denkt mal, Blizzard wird trotzdem genug Geld verdienen, auch wenn sie das auf demselben Preis gelassen hätten. Ich werde es mir halt, oder ich muss es mir sowieso kaufen, weil ich das Collection-Zeug haben will. Natürlich würde ich auch gern lieber weniger zahlen, ist klar. So, was ist in diesen komischen Editions drin? Wir haben erstmal die Base-Version. Da gibt es dann halt einfach, bestellt ihr einfach das Game vor und könnt das Game spielen. So weit, so gut. Das ist natürlich in allen Versionen drin. Dann gibt es in allen Versionen das Haustier Drakis, sage ich jetzt einfach mal. Das gibt es aber nur, solange er vorbestellt. Heißt, wenn das Addon raus ist, kann man dieses Pet nicht mehr kriegen. Das ist halt relativ relevant, würde ich mal sagen, für Collector. Ich glaube, es gibt nichts Ätzenderes für Collector, als wenn quasi irgendwas, was man haben will, nicht mehr im Spiel verfügbar ist. Das Pet sieht sogar relativ cool aus und ist auch halbwegs groß. Warte mal, mach das mal aus, weil ich habe diese blöden Garnisons-Button da. Jetzt bin ich extra in die Garnison gegangen, dass hier keiner rumhampelt, ne? Aber ja, hilft auch nichts. Also ihr seht, das ist Nachtelf, der ist eigentlich ziemlich, ziemlich groß. Ich würde sagen, das Pet ist so groß wie ein Gnom, sogar wahrscheinlich eher wie ein Zwerg, würde ich mal fast behaupten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendeinen Test... Warte mal, da hinten haben wir einen Testzwerg. Komm mal her, mein kleiner Testzwerg. Schauen wir mal, jetzt machen wir hier mal den Größenvergleich. Ja, also mit Ohren ist es größer als der Zwerg, würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn man einen Gnom- oder Zwergencharakter hat, ob sich das dann anpasst, wenn ich ehrlich bin. Aber ich vermute, es bleibt gleich groß. Also für ein Pet ist es schon sehr, sehr groß. Sieht auch cool aus. Macht was her, hat einen Unique Model. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also wenn ihr euch quasi die Vorbestellung holt, kriegt ihr das Pet einmal schon quasi, Anführungszeichen, gratis dazu. Dann schauen wir mal weiter in der Liste. Wir bekommen dann noch brandneues Volk, Klasse Rufer, der Drakteur, ab der veröffentlichen oder ein bisschen früher verfügbar. Also wahrscheinlich wird es halt so wie beim Demon Hunter sein damals. Ich weiß gar nicht, was bei Monk aussah, aber bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Da konnte man, bevor die Expansion rauskam, diese neue Startzone schon spielen. Also beim Demon Hunter bin ich mir auf jeden Fall sicher. Beim Monk weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich meine, beim Monk ging es nicht, aber da wird wahrscheinlich ein Monat oder so, oder wenn mit Prepatch start, wird man da schon mal loslegen kann seinen Char schon mal leveln, dass man, wenn man jetzt der neue Drakteur-Main wird, dass man direkt quasi mit allen anderen zum Leveln anfangen kann. Genau, das ist alles jetzt in der Base-Version drin, die man quasi hier für die 49 kaufen kann. Dann gibt es diese HC-Version. Da gibt es dann noch ein bisschen was zusätzlich. Da gibt es dann einmal eine Charakteraufwertung auf Stufe 60 dazu. Was ganz praktisch ist, ich habe mir jetzt so noch nie eine gekauft, aber ich habe die immer gerne dankbar mitgenommen. Mit jeder Expansion hast du eine Upgrade bekommen und da ich ja schon eine Weile dabei bin,
sammeln sich die so an. Normalerweise kostet die Charakteraufwertung 60 Tacken, was schon ziemlich tough ist, ehrlich gesagt. Wobei ich finde es eigentlich gut, dass es so teuer ist, weil ich bin lieber ein Fan, wenn sich die Leute ihre Chars selber hochspielen, weil sie dann zumindest so halbwegs wissen, was sie mit ihren Chars machen. Nicht jeder, aber naja. Also deswegen bin ich gar nicht, also finde ich es gar nicht so schlecht, dass die ein bisschen teurer ist, dass man die sich nicht mal so eben kauft, sondern, ne, dass die Leute eher versucht sind, ihren Charakter selber zu spielen. Aber gut, so viel dazu. Und da kriegt man sie halt dann, wenn man den Differenzbetrag jetzt hier sieht, für 20 Tacken mehr und noch ein paar andere Sachen. Also macht schon Sinn, wenn man sich eh in den Charakter boosten will, quasi die HC-Version zu kaufen, alleine wegen dem Charakterboost. Dann gibt es einen Mount dazu, und zwar umschlungener Traumweber schimpft sich der. Den kriegt ihr, jetzt gucken wir mal, den können wir uns einfach hier einmal auspacken. Da haben wir einen umschlingender Traumweber. Habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das ist es. Ich habe schon bei anderen gesehen, habe mir das Model auch schon auf WoW ein bisschen genauer angeguckt. Sieht schon ganz cool aus, wenn ich ehrlich bin. Ich mag immer Mounts, die sehr, sehr detailreich sind. Und hier siehst du einfach, wenn du nah rangehst, seht ihr, wie detailreich einfach das Kinn und so ist. Das sieht schon sehr cool aus. Gut, die Ranken, ja gut, also das hätte man vielleicht noch einen Ticken besser machen können da am Schwanz. Sieht teilweise ein bisschen hackelig aus, so ein bisschen eckig. Seht ihr, das hätte man noch ein bisschen runder machen können. Also wir wollen ja auch Kritik üben. Die Flügel sind sehr cool, also das macht auf jeden Fall was her. Haben sie sich mal was einfallen lassen? Klar, das Grundmodel ist von den Sturmdrachen, das kennen wir. Aber so diese ganzen Details, die wir dabei haben, schauen schon recht cool aus. Und die Sturmdrachen mochte ich ja sowieso, ne, seit die reingekommen sind. Also ist ein recht cooles Modell. Das werden wir bestimmt noch in ein paar anderen Farben sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht ist nicht mit Blättern, aber da kommt bestimmt noch das eine oder andere. Also ja, finde ich nice. Und auch die Füße sind so eine Art Wurzelgedöns. Also es ist so eine richtige Mischung aus Drache und irgendeiner Pflanze. Also macht schon auf jeden Fall was hier. Genau, und es ist natürlich ein Mount mehr für die Collection. Ach, schau mal an, mein Draktür hat ein eigenes Mount. What? Das sehe ich jetzt erst gerade. Gut, dass wir aufgemountet sind. Aber warum hat der Draktür den Phönix-Mount? Also, der Phönix sieht ziemlich nice aus, ehrlich gesagt. Wenn ich mich jetzt abmount, dann ist es weg, oder? Ja, warte mal, kann ich auf irgendwas anderes aufmounten, was nicht so groß ist? Dass wir den ein bisschen besser sehen. Machen wir das mal so. Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Sieht schon cool aus. Jetzt müssen wir das bloß so hinkriegen. Ah, nein, bleib da. Also, das ist so ein Phönix-Mount, was der hat. Das ist ja nice. Ich glaube, gibt's irgendein anderes Pet, das ein eigenes Mount hat? Gut, ich hätte jetzt zwar eigentlich gedacht, dass quasi ein Drache auch dann einen Drachen-Mount kriegt, aber der Phönix passt tatsächlich auch ganz gut. Den hätte ich gern selber sogar als Mount, den Phönix. Wahrscheinlich gibt es den irgendwann nochmal hier so einen Phönix mit einer Rüstung. Macht schon was her. Okay, soweit ganz cool. Dann schauen wir mal rein, was es noch so alles gibt. Dann gibt es noch ein Haustier. Mokastrasa schimpft sich. Das gibt es auch in der HC-Version. Das müsste ich jetzt einmal kurz raussuchen. Das wird wahrscheinlich keinen Mount haben. Das packen wir einmal aus, und zwar ist das das hier, Mokastrasa. Quasi wie jede Expansion gibt es irgendeinen Murloc, der zur Expansion passt, ne? Es gab ja schon Anduin und Sylvanas oder einen Illidan oder Battle for Azeroth gab es, da gab es Anduin und Sylvanas. Also es gibt so viele von diesen Murker irgendwas, und hier haben sie sich halt für quasi Alexstrasa entschieden, Drache. Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Man kann schon erkennen, dass es sich quasi um Alexstrasa handelt, ne, mit alleine diesen Anhängern, sowohl an den Hörnern als auch am Hals. Ja, ist ein nettes Mount, ist eine gute Idee. Was Besseres wäre mir jetzt ehrlich gesagt für Dragonflights auch nicht eingefallen. Sollen wir jetzt mal gucken, ob das auch einen Mount hat? Nee, schade. Ja, jetzt, es verschwindet einfach. Okay, perfekt. Ich dachte, vielleicht hat Blizzard jetzt für jedes Ding einen Mount eingefügt. Genau, und dann schauen wir mal weiter, was es noch gibt. Genau, das war es dann mit der HC-Version. Dann gibt es noch diese epische Version. Und da gibt es dann noch ein paar mehr Sachen. Da gibt es einmal den Ruhestein des Zeitwanderers. Das ist einfach ein Toy. Jetzt gucken wir mal rein. Halt, stopp. Wo haben wir es? Spielzeuge. Zeitwanderer. Das müsste Ruhestein des Zeitwanderers. Genau, das ist er. Und das ist einfach wieder ein Toy, das wir verwenden können. Und es hat halt einfach einen anderen Effekt, ne? Macht dasselbe wie der normale Ruhestein. Portet uns quasi zu unserem Gastwirt, wo wir den Ruhestein hingelegt haben. Und das war es eigentlich auch. Okay, sieht ganz cool aus. Ich will mich jetzt nicht wegporten. Hat so ein bisschen eine Anlehnung auf den bronzenen Drachenschwarm, ne? So mit diese bronzene Farbe und dann der Sand, der rausregnet. Also das siehst du schon relativ gut. Also wir haben den Mount für den grünen Drachenschwarm. Wir haben den Ruhestein für den bronzenen Drachenschwarm. Wir haben Alexstrasa für den roten Drachenschwarm als Pet. Also da sind fast alle vertreten. Genau, das ist dann bei der epischen dabei. Dann haben wir eine Kopftransmog-Item.
noch dazu. Und zwar heißt es Diadem des Zauberbewahrers. Und das können wir mal einmal raussuchen. Das ist dann bei den hier Vorlagen dabei. Das sieht man jetzt relativ schlecht. Für euch gebe ich jetzt mal ein bisschen Gold aus und Temok das mal schnell. Und tu mein Temok, was ich mit dem Char seit gefühlt Ewigkeiten habe, mal ändern. Halt, das ist das Falsche. Das hier brauchen wir. Dann können wir das uns auch vielleicht ein bisschen näher angucken. Weil ich finde, da ist es ein bisschen klein. Boah, da habe ich jetzt ganze 60 Gold ausgegeben. Ich sag's euch. Halt, so nah wollen wir nicht ran. So ist, glaube ich, ganz gut. Okay, also ihr seht, das ist quasi so eine Art Frostkrone. Ihr seht auch hier diesen Frosthauch, der jetzt entstanden ist. Man hat auch so eine Art Hörner oben raus. Macht schon was aus. Könnte ich tatsächlich mit meinem Set auch Temoggen, ne? Vor allem mit dem Knochenflügel hinten sieht das schon ganz schick eigentlich aus. Und da haben wir den nächsten Drachenschwarm. Und zwar haben wir den blauen Drachenschwarm, ne? Jetzt fehlt eigentlich bloß noch einer. Und zwar der schwarze. Genau, dann gucken wir mal, was wir noch so kriegen. Dann gibt es hier noch verschiedene Rückenteile. Und zwar 5 verschiedene Schwingen. Die kann man sich auch temoggen. Das können wir jetzt kurz machen. Holen wir das Mount wieder raus. Und zwar ist das auf den Rückenslot. Gehen wir mal ganz nach vorne. Und ihr seht, hier haben wir dann einfach solche Schwingen. Ne? Das gibt es in allen verschiedenen Farben. Also wir haben quasi für den blauen Drachenschwarm Schwingen. Wir haben für den bronzenen Drachenschwarm, für den grünen, für den roten und für den schwarzen. Und da sind wir dann halt komplett theoretisch, ne, schwingen dann für den schwarzen Drachenschwarm. Die können wir auch einmal temoggen und uns angucken. So sehen die aus. Die sind auch tatsächlich ganz dran. Mittlerweile gibt es ja das ein oder andere Rückenteil, was dann so komisch versetzt weg ist. Das ist jetzt bei denen nicht der Fall. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, seht ihr das, die sind so ein bisschen statisch. Allein wenn ich jetzt springe, da passiert jetzt nicht so viel. Cool wäre es, wenn sie sich so ein bisschen ausfalten würden oder ein bisschen mitbewegen. Das ist hier eher nicht der Fall. Ja, also Flügel zu haben ist ganz cool, aber so von der Funktionalität wäre es noch cool, wenn die ein bisschen mehr könnten. Ne? Also sie müssen jetzt nicht den Fallschaden dämpfen, das verlange ich gar nicht, aber zumindest, dass die sich ein bisschen mitbewegen. Weil wenn ihr seht, hier diese Flügel, die Knochenflügel, da gibt es ja schon Animationen, die bewegen sich mit. Klar, die sind ein bisschen wirr, die wackeln ein bisschen, ne? Aber wenigstens bewegen sie sich und sind nicht komplett statisch, ne? Also vielleicht könnten sie da noch was anpassen, vielleicht kommt da ja noch was. Genau, so viel dazu, das sind jetzt diese ganzen Belohnungen, was man dadurch bekommen kann. Ach nee, 30 Tage Spielzeit gibt es auch noch on top, wenn man sich die Epische Edition holt. Gut, was kostet die Spielzeit? 12 Euro irgendwas? Ja, also alleine, dass man da die Spielzeit drauf hat, dann ist die Differenz nicht mehr sonderlich hoch. Dann sind es noch ein paar Euro, was man dann halt quasi mehr ausgibt für, wenn man, ne, ich vermute mal, wenn man sich das Add-on kauft, dann will man das gerne auch spielen und braucht eh die Spielzeit. Dann dementsprechend für den Ruhestein und diese T-Mox-Sachen. Ich habe es mir jetzt eh geholt, weil ich dementsprechend ja sowieso die ganzen Collectible-Sachen haben will. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir die physische Collectors Edition hole, aber ganz ehrlich, eigentlich geht es mir nur um die Ingame-Belohnungen und die physische Collectors Edition interessiert mich nicht. Ich habe mir aber sagen lassen, dass man sich die vorbestellen kann, dann trotzdem diese große Version holen kann und dann, sobald man die physische Collectors Edition hat, quasi sagen kann, hey, ich habe die physische bei Blizzard einen Code eingeben, dann wird das irgendwie verrechnet mit dem Geld, was man dann quasi doppelt ausgegeben hat. Das kann man auf jeden Fall machen. Genau, also da bleibt man dann nicht auf Kosten sitzen. Das kriegt man aber, glaube ich, als Battle.net-Guthaben, ne? Das kann man dann halt wieder für Game-Time ausgeben. Ja, also so ganz zurück kriegt man es dann, glaube ich, nicht, aber man kann es zumindest verwenden. Gut, so viel dazu. Ich habe jetzt ausgegeben quasi das, die große Version, ne? Hier für die fast 90 Tacken. Dann habe ich mir nochmal eine heroische Version gekauft. Ist eigentlich jetzt vielleicht nicht so clever für einen zweiten Account, hätte es auch die kleine getan. Weil die Belohnung habe ich ja eh schon. Also wenn man zwei Accounts hat, macht es ja eigentlich keinen Sinn, sich die zweimal eine höhere Version zu holen. Ich habe mir die heroische geholt, weil halt der Charakter, die Charakteraufwertung halbwegs günstig ist, im Gegensatz, wenn man sie normal holt. Und normalerweise spiele ich meine Chars alle so hoch. Ich habe aber auf dem zweiten Account noch, weil ich mal Kisten aufmachen wollte, hier einen Schurken, den habe ich nie hochgelevelt, der ist auf Stufe 11. Und dafür werde ich die Charakteraufwertung mal benutzen. Und die raushauen, ne? Die ist sogar auf Stufe 60, also da spart man sich dann einiges an Leveln, wenn man quasi da nicht den Bock hat, den 100. Char auszuspielen. Ich mache das jetzt auch einmal, dann seht das vielleicht der ein oder andere. Das ist eigentlich relativ simpel, man kann, wenn dann, sich einen neuen Char stellen und den boosten, oder man geht quasi auf einen, der besteht. Ich habe hier, wie gesagt, den Level 11er Char, den Dark Teely heißt der Name ist jetzt nicht sonderlich toll, aber der kann halt einfach Kisten aufmachen, ne? Ja, deswegen habe ich den ursprünglich mal, glaube ich, erstellt gehabt. Dann können wir hier eine Spezialisierung auswählen, ist vollkommen egal, die können wir danach wieder ändern und einfach aufwerten.
dann müsste der eigentlich auch hinhauen. Wunderbar, da ist der Char immer aufgewertet. Der ist jetzt hier in keiner Zone mehr, müssen wir mal gucken, wo er quasi abgeblieben ist, aber den können wir dann einfach verwenden. Ich muss mal gucken, ich logge das einfach mal mit denen ein, dann können wir dann halt mal schauen. Gut, so viel dazu. Dann habe ich mir aber noch eine andere Geschichte gekauft. Und zwar gibt es nochmal zwei neue Sachen bei Blizzard. Neben dem, was man hier sich kaufen konnte. Ne? Und zwar zum einen, wo haben wir es drin? Hier einen Set. Assemble des Himmelsbeobachters gibt es jetzt neu. Ne? Also das T-Mark-Set. Das habe ich mir natürlich auch geholt, dass die Collection vervollständigt wird. Sieht auch gar nicht schlecht aus, hat nur ein paar Leuchteffekte. Kostet, glaube ich, einen Zehner, wenn man sich das ursprünglich holt. Und dann, wo war denn das andere drin? Gibt es ein neues Pet, was ich sehr nice finde. Kleiner Ozog. Das ist ein richtig cooles Pet. Und das kostet auch einen Zehner. Jetzt gab es hier bei so Special-Angeboten ein Angebot, dass man quasi sowohl das Pet kriegt, als auch das T-Mark-Set. Die können wir uns jetzt beide mal kurz angucken. Moment, ich habe das hier alles gelernt, dann können wir da einmal einfach draufklicken. Hier, genau, also da haben wir das komplette Set, wie ihr seht. Sieht ganz cool aus. Wir können es auch mal kurz T-Morgen kommen, dann hauen wir noch ein bisschen mehr Gold raus. Wo habe ich jetzt mein Mammut? Nicht Mammut, mein Jack. Also hier Sets. Die Übersicht finde ich irgendwie nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Da könnte Blizzard mal was Neues machen, weil wenn man viele Sets hat, wie ich mittlerweile, dann muss man da schon ganz schön durchscrollen. Gut, aber das nur so am Rande. Gut, die Waffe passt jetzt natürlich null dazu. Aber jetzt können wir uns das mal ein bisschen angucken. Ja, macht schon was her mit dem Buch. Und die, vor allem die Effekte, die außenrum sind. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Teil die Effekte kommen. Ob man die auch einzeln kriegen könnte. Und dann quasi ein bisschen was anderes noch. T-Morgen sich das... schau mal, ich leuchte auch so unten. Ach nice, seht ihr das? Wie von Algalon hier. Ja, das hat schon was. Der Effekt geht sogar mit. Und ich tue sogar diese Funken danach mir ziehen. Ja, okay, das hat schon was. Sieht ganz cool aus. So, und dann gibt es ja noch das Pad. Jetzt schauen wir einmal rein. Hier haben wir kleine Ursok, den packen wir jetzt auch mal aus. Auspacken. Und halt, beschwören müssen wir ihn. Und ich habe gehört, dass der auch zu einem... Warte mal, ich gehe jetzt natürlich in... Großer Bär, kleiner Bär. Kannst du, glaube ich, auch irgendwie mit brüllen oder irgendwas? Brüllen. Also wenn du hier brüllst, ne, dann brüllt er auch. Lass mal nochmal. Ja, es hat schon was. Es ist ganz süß. Kleiner Ursok, ne? Wer sich an die Szene im Ardenwald zurückerinnert, wo Ursok quasi geopfert wird für das Wohl des Waldes. Ist schon eine traurige Geschichte und jetzt haben wir quasi den kleinen Ursok wieder am Start. Gut, so viel dazu. Ich habe aber gesehen gehabt, jetzt gehen wir mal hier nochmal zurück. Dieses Bundle, was ich mir quasi in-game geholt habe, gibt es quasi hier einmal auch. Also das müsste das sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da gibt es dann mehrere Mounts, ein T-Mark-Sach, also hier glaube ich 1, 2, 3, 4 Mounts gibt es da. 3 Pets, ein Toy und diese 2 Sets. Ich hatte alles von denen schon, bis halt auf die 2 neuen Sachen. Also sowohl das Pet als auch das Set hier, die 2 neuen Sachen hatte ich nicht. Und in-game war das Zeug drin. Moment, ich habe es nochmal ausgerechnet. Oder mir aufgeschrieben, besser gesagt, für 16,48 € konnte man das Ingame kaufen. Und hier ist halt irgendwie, hat es anscheinend zusammen, kostet es normalerweise 180 €, nur wenn du alles kaufst. Und hier steht es dann für 64,99 €. Also das war wirklich das gleiche Ding, was ich mir hier holen konnte für 16 € irgendwas. Komisch, ich habe mir das gekauft, habe auch auf PayPal nachgeschaut, mir wurden auch wirklich nur diese 16 € irgendwas abgezogen. Und klar, das ganze andere Zeug habe ich nicht gebraucht, aber die 2 Sachen sollten... euch die anderen Sachen noch fehlen oder ihr auch nur die 2 Sachen brauchen, schaut mal in-game nach und holt es euch wirklich nochmal für einen Bruchteil davon. Also das rentiert sich dann wirklich, wenn man da ein Collector ist. Weiß nicht, ob der Blizzard, wenn dann hier auf der Seite einen Fehler gemacht hat oder quasi einen Fehler in-game. Naja, ich sag mal so, ist ja nicht unser Problem, wenn Blizzard einen Fehler gemacht hat. Ne? Also da vielleicht nochmal schnell zuschlagen, bevor die das merken. Oder ich weiß nicht, ob das intended ist tatsächlich, dass sie 2 verschiedene Preise für dasselbe Produkt rausgehauen haben. Ich habe mir tatsächlich auch was gespart. Ne? Wenn ich beide für einen 10er gekauft hätte, wären es halt 20 € gewesen. So habe ich es halt, haben jetzt 3 € irgendwas gespart. Ja, da muss ja nicht Blizzard mehr Gold geben oder Geld geben, als nötig ist. Genau, das sind jetzt soweit die Sachen, die ich mir geholt habe. Ich habe
bestimmt jetzt noch irgendwas vergessen. Ihr könnt mal gucken, hier bei der Collection, ne, sind halt alle möglichen Sachen, Ursorg und dieses ganze Set, was ich mir da geholt habe. Und dann halt quasi hier diese ganzen Flügel und anderen Geschichten, die ich da noch gekriegt habe. Und halt die Pets und Mounts, ne? Also das ist jetzt doch einiges. Ich habe das mal zusammengerechnet. Heißt, insgesamt haben wir jetzt ausgegeben 156,46 €. Da entfallen quasi jetzt 89,99 € auf diese epische Edition. Dann, aber dann habe ich mich verrechnet. Ah ne, ich habe mir jetzt die HC-Version gekauft. Okay, ich muss nochmal neu rechnen, sehe ich gerade. Ups. Ich habe mir ja hier nicht die Dings-Version gekauft, die kleine, sondern die große, ne? Die hier, also nochmal 20 Takurinos oben mit drauf, so wie ich das hier sehe, weil ich habe mit die 49. Ich habe mir kurz überlegt gehabt, machst du die quasi die kleine dann, aber ich dachte mir, komm, den Rogue, hast du jetzt eigentlich keinen Bock, den hochzuleveln komplett nochmal und gehst daher und holst dir halt für das Upgrading das Ganze. Also dann müssten wir insgesamt 176,64 haben, wenn ich mir jetzt nicht irgendwo krass verrechnet hatte. Genau. Okay. Ja, das ist doch einiges ausgegeben, aber zumindest hat man auch einiges dafür bekommen. Gut, da habe ich nochmal nachgeguckt, ne, ob es wirklich abgebucht worden ist, aber ja, das hat soweit gepasst. Okay, dann sind wir soweit durch mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Kommentare und Gedanken, eure Gedanken in die Kommentare. Was habt ihr euch geholt? Meint ihr, dass es zu teuer ist? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.